du? Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will I will show the Ashen One. Ja, nichts wirklich Neues. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Na gut. Kommt bestimmt später noch mehr an Text. Ich hätte gerne Waffe verstärkt. Und zwar den Panzerbrecher. Kann ich nicht, weil zwei Stück fehlen. Okay. Was ist mit dem Schild? Würde ein mehr Haltung bringen. Ich glaube, ich bewahre mir später lieber auf. Ja, was mit dem Durchwirken? Was würde das bringen bei dem hier? Ich kann dich aufrufen zu einem gealterten Panzerbrecher. Sorgt für eine bessere Skalierung, sowohl bei Stärke als auch bei Dex. Sorgt dafür, dass der Grundschaden runtergeht. Also ist wahrscheinlich eher interessant, wenn man später hohe Stats hat. Ich kann dich zu einem kruden Panzerbrecher machen. Erhöht den Grundschaden, nimmt aber die komplette Skalierung weg von Dex und Stärke. Was momentan sehr gut wäre. Also momentan habe ich 126 plus 18, also 144. Und das wären noch 161. Was mir eben 20 Schaden mehr wären. Allerdings wäre das dann nur interessant, wenn ich bei diesem Bild komplett auf Dex verzichte. Also wenn ich eine Pikstalana machen würde. Also eigentlich ein Magier, der ein Degen benutzt. Wobei dann, wenn ich dies jetzt so machen würde, also nur Minimalwerte in Geschicklichkeit und Stärke, um die Waffen zu nutzen und die Schilde und den Rest dann in Int und Zauberkraft, dann sollte ich eher auf Inskalierung gehen bei der Waffe. Was dann auch nicht klappt. So, feuriger Edelstein wäre eine Feuerskalierung. Ne, Feuerschaden, Grundschaden, was insgesamt 208 Schadenspunkte wären, also wesentlich mehr als der Krude. Nimmt aber auch die Skalierung weg von Stärke und Dex. Und man weiß halt nicht, wann welche Gegner gegen was anfällig sind. Also nein, ich bleibe bei meinem ganz normalen physischen Degen. Panzerbrecher, wie auch immer. Sonst habe ich hier nichts zu tun. Pretty, be careful. I don't. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal... Oh, da ist er. Das ist der kleine Mann. Ich habe den Ring noch nicht abgeliefert bisher. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Wenigstens hast du diesmal keine Badewanne neben dir stehen. Was hast du zu verkaufen? Dreimal Glut, ja. Ganz viel Kram. Armbrust, eine feste Lederrüstung. Oh, 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 oh. Gewöhnliche Pfeile, also keine Holzpfeile, sondern gewöhnliche Pfeile. Und Brandpfeile. Die machen 65 Schaden insgesamt, die hier nur 45, kosten aber auch 10-mal so viel. Ich hätte ganz gerne... Bum, 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 bum. 99 davon. Und... Ne. Ich glaube, wir haben 100% Ding hier. Seilfeuerbombe. Nach hinten werfen. Explodiert mit Feuerschaden. Interessant. Also kann man dann weglaufen und nach hinten eine Feuerbombe schmeißen. Das wird bestimmt cool im PvP. Gegenstand verkaufen. Ich hätte zum Beispiel ganz gerne die... Ja, geraden Bruchschwerter verkauft für 3 Seelen. Und die Handschuhe. Oh, die bringen schon mal 300. Die da können auch weg. Also läppert sich. Das ist schon mal gut. So, raus, raus. Bye bye. And stay safe. So, habe ich jetzt einen zweiten Händler. Ich habe die alte Feuerhüterin auf dem Thron die Sachen verkauft. Und die auch bessere Sachen verkauft, wenn man diese komische Schattenasche bringt. Und den Händler da unten. Der vielleicht auch neues Zeug bekommt, wenn wir den Ring abliefern bei dem einen NPC, den wir noch nicht getroffen haben. So, du. Ich würde gerne aufsteigen.
Und ich steige jetzt was? Belastbarkeit noch einmal, damit ich den Bogen gut tragen kann. Und Kondition für mehr Stamina. Und nochmal Kondition für mehr Stamina. Also Ausdauer. Ist sogar ein Zweiersprung hier. Von 13 auf 14. Also 2 Punkte mehr Ausdauer. So, bye bye. Oh, und ich wollte noch den Covenant hier auswählen. Der blaue Pfad. Schwört dem Eid des blauen Pfades die Treue. Hoffentlich nur temporär, aber ich gehe mal davon aus. Ein hellblaues Pergament aus Schafshaut, auf dem ein Mond als Symbol einer uralten Übereinkunft zu sehen ist. Das Anlegen schwört dem Eid des blauen Pfades die Treue. Also, wenn ich es anlegen kann, kann ich es auch wieder ablegen. Die Mitglieder des blauen Pfades sind Nutznießer einer alten Übereinkunft. Wenn sie einen Finstergeist bedroht, wird ihnen ein blauer Geist zu Hilfe kommen, um den Eindringling zu beseitigen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anlegen. Ja, ich wurde bisher nur leider kein einziges mehr invasiert, was ich schade finde, weil ich liebe PvP, auch wenn ich auf den Hals bekomme. Und ich habe leider auch keine Möglichkeit, andere Leute zu invasieren. Was ich auch auf jeden Fall ausnutzen würde, weil, ne, Assassine und so. Ja, das heißt, man kriegt das wohl erst im späteren Spielverlauf. Was ein bisschen schade ist. Nun gut, ich sollte jetzt zurück zu... Ich habe noch keinen Knochensplitter gefunden, richtig. Richtig. Reisen zu Wort vom Nordwindtal. Und da dann weiter. Jetzt schleppe ich ja wieder keine Tausende von Seelen mit mir rum, wo es schade wäre, die zu verlieren. So kann ich auch was riskieren, solch das große, große Tor zu gehen. Das da. Hier könnte jetzt irgendwo die Frau sein. Das ist mal eine sehr schöne Aussicht. Ja, okay. Sensfestung. Da oben drauf sind die Gargoyles. Bei dem Ding. Da funkelt irgendwas. Seht ihr das? Das Fenster da hinten. Es reflektiert. Je nachdem, wie ich die Kamera halte. Da wird irgendwas Wichtiges sein später. Bin mir relativ sicher. Also ich sehe das als ein Gebiet. Den Turm da als ein Gebiet. Eine Brücke. Oh Gott, verdammt. Das da wird wahrscheinlich nicht begehbar sein. Aber das da hinten. Und da ganz hinten könnte sogar auch noch was sein. Das ist ein Tor. Oh, Banner hochhalten. Oh, jetzt werde ich weggeflogen. Kommt wieder ein Vogel? Ist es diesmal eine Rabe oder ein... Marco. Es ist wirklich sehr mickrig. Das ist kein Rabe. Gargoyle. Also haben sie die Demon's Soul Variante genommen. In der Kirche. Das sieht sehr runtergekommen aus da. Dächer und Totensiedlung. Swoosh. So, hier ist keine Leiter. Nein. Das ist nur ein Lichteffekt von oben, der da irgendwie durchglitscht. Da geht's wohl regulär weiter, aber ich will nicht regulär weiter. Ich will mich erstmal umgucken. Bist du ein NPC? Dorian. Weiß ich nicht, ob das ein NPC ist. Ich denke mal, NPCs werden einen Doppelnamen haben, also Vor- und Nachnamen. Hier nix. Hier. Ich muss auch immer daran denken, ich habe noch einen Zauber, mit dem ich Fallschaden verringern kann, ne? Also, falls ich mal irgendwo runterspringen möchte. Oh, und Pfeile, wartet. Ausrüstung.
Ich habe auf R1 Holzpfeile, auf R2 die guten Pfeile. Ich habe keinen Bogen ausgerüstet, aber ich habe 1 Kilo über. Der Bogen wiegt allerdings 4 Kilo. Das wird leider nichts, Bogen. Da müssen wir erstmal ohne mich auskommen. Okay, also ich sehe bisher nur einen Weg und das ist hier lang. Also gehe ich hier lang. Altbekannte Kutschen zeigen sich mal wieder. Ganz viele Pilger. Die gucke ich mir zuerst an, bevor ich mir das Tor da näher anschaue. Oh. Oh. Sehr nett. Hetzt die Hunde auf die Gäste. Was sabbert hier so? Die Hunde. Köderschädel. Die habe ich ehrlich gesagt nie wirklich benutzt. Allerdings gab es wohl ein paar Situationen, wo ich sie ganz gut hätte nutzen können. In Dark Souls 2 zum Beispiel beim Pferd. Zauberer voraus. Lebt einer von euch noch? Erstmal sehe ich Loot, das ist schon mal wichtig. Bewegen tut sich keiner und die sehen... Was? Please, grant me death. Undo my shackles. Da. Du wimmerst. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Yeah. Je mehr Helfer ich habe, desto besser. Oh, I am honored, truly. I should be dead. Yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Londor. Londor ungleich Londo, ungleich Neulondo. Richtig? Wegen dem R? Wahrscheinlich, ja. Das heißt, der ist jetzt auch im Nexus. Gut, die Hunde. Warum ist meine Glutbogen übrigens so bläulich? Achso, weil ich dem blauen Covenant jetzt folge. Und das rote drüber ist wegen dem Gluteffekt. Okay. Ihr seid immer noch am Essen. Hat sie ja ganz schön hingezogen, ne? Das Tor jetzt nochmal auf. Ne, muss ich wahrscheinlich selber machen. Zack. Warum ist der Schalter für das Tor auf dieser Seite? Achso, weil die Burg in der Richtung ist. Das heißt, es ist ein Schutz gegen den Pöbel, der eigentlich auf der Seite ist. Und dieses Mal noch komischerweise auf der anderen Seite war. Kann ich dich da runterschießen? Nein, das da. Okay, weiter nach hinten. Jupp. Ist nur fraglich, wie sinnvoll das Ganze jetzt war. Aber ich kann's. Das ist schön, dass das Spiel mir die Möglichkeit gegeben hat. Ja. Gut. Oh, hier sind überall welche davon. Nimm mal den Bogen wieder rein. Ich habe jetzt nicht 50% oder unter 50% Belastung, das heißt, ich bin eventuell ein Ticken Träger. Aber es ist mir ehrlich gesagt wert, wenn ich dafür jetzt irgendwo ein Secret finde.